Wir erweitern wieder unsere Straße. Heute kommt ein Detektiv in unsere Stadt und dafür brauchen wir natürlich noch das passende Büro. Von daher Blöcke in die Hand, auf geht's. Für den Start holen wir uns erstmal ein bisschen grauen Beton raus, dann noch ein bisschen brauner Zement, dann ein bisschen glatten Sandstein und zwar den wirklich glatten. Dann holen wir uns auch ein bisschen Steinziegeltreppen raus, davon die Blöcke sind dabei, dann holen wir uns einen Ziegelblock raus. Natürlich sind noch Steinziegelstufen dabei, dann noch polierte Andesittreppen und davon auch nochmal die Stufen. Zuallererst geht's wie immer los mit dem Grundriss, da nehmen wir einmal unseren grauen Beton zur Hand und ich fange jetzt erstmal auf der Vorderseite an und setze mir 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. So, dann gehen wir mal 3 Blöcke einmal nach hinten weg und wieder 4 einmal nach vorne weg. Jetzt gehen wir mal an die Seiten, ich würde mal sagen, wir fangen auf der linken Seite an und gehen dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke einmal nach hinten weg, insgesamt haben wir 9 Blöcke. Dann können wir wieder einmal zur Seite gehen und setzen hier noch 1, 2, 3, 4, also 4 Blöcke ran, sodass wir hier 5 Blöcke haben. Dann gehen wir nochmal 2 nach hinten weg und ziehen das jetzt eigentlich auf die gleiche Länge, wie wir die jetzt auf der Vorderseite haben und haben dann hier eine Länge von 7. Ja, dann können wir hier einmal nach hinten, nach vorne einmal alles zuziehen und kommen dann nochmal ein bisschen zu einer Verstärkung. Und zwar wollen wir ein bisschen mit doppelten Wänden bauen auf der Vorder- und Rückseite. Das heißt, wir werden jetzt hier einmal an den Seiten, auf der Vorderseite, das hier einmal schön glatt zuziehen. Und auf der Rückseite erweitern wir das hier einmal in der Ecke um 4 weitere Blöcke. Und hier hinten würde ich mal sagen, wir können hier gleich mal was freischlagen, später für die Tür. Das heißt, wir lassen hier so 2 Blöcke Platz, setzen dahinter noch eine Verstärkung und hier setzen wir auch nochmal 3 weitere Blöcke hin. Auf der Vorderseite haben wir hier eine Dreierfläche, können wir auch mal die Mitte weghauen für die Tür später. Jetzt fangen wir dann schon mal an mit den Wänden, um die uns hochzuziehen. Dabei nehmen wir jetzt unseren braunen Zement. Wir fangen auf der Vorderseite an. Und zwar möchte ich mir auf der Vorderseite gerne noch ein Zweierfenster lassen. Das heißt, ich setze mir jetzt einfach mal in der Mitte 2 Blöcke hin, lasse mir 2 frei und wieder einen hin. So, den setze ich mir einmal nach hinten hin. Und weil wir ja hier so eine doppelte Wand haben und uns ja natürlich noch Fenster hier einbauen wollen, würde ich mal sagen, lassen wir jetzt hier nochmal 2 Blöcke Platz, ne, dass wir uns hier einen hinsetzen. Hier auf der Ecke können wir das komplett zumachen. Und jetzt hier würde ich mir auch nochmal ein Fenster machen. Am besten so mittig gesetzt. Ne, dann setzen wir 2 hier hin, 2 da hin. Und den einen in der Mitte frei. Und die Seite ziehen wir natürlich wieder zu, denn es wird ja wie immer ein Reihenhaus werden. So, die Blöcke können wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 3 Blöcke ziehen. Das heißt, 2 weitere Blockreihen setzen wir hier einfach mal rauf. Sobald wir das haben, wollen wir natürlich jetzt das nicht so lassen, denn wir machen jetzt hier noch ein bisschen was zu. Und zwar bei den Türen würde ich sagen, lassen wir das Ganze auf 3 Blöcke hoch. Auf der Rückseite machen wir es auch nochmal. Und ich würde sagen, auch hier bei diesem Zweierfenster können wir oben einmal zuziehen. Die anderen Fenster, die lassen wir auf eine Dreierhöhe. Und wollen das jetzt oben einfach wieder zubauen. Und zwar nehmen wir jetzt unseren glatten Sandstein. Und zwar können wir jetzt eigentlich hier drauf, eigentlich hier 2 weitere Reihen Sandstein einfach mal setzen auf unseren braunen Zement. Aber wir lassen mal auf der Vorderseite einfach mal 3 Blöcke Platz. Ne, von der Breite 3 Blöcke vorne Platz lassen. Den Rest ziehen wir hier einfach mal 2 Reihen einfach zu. Bevor wir jetzt aber zu 4 setzen, wollen wir natürlich auf der Rückseite nicht unbedingt das so weiterziehen. Da würde ich sagen, setzen wir einfach jetzt hier auf dieser Zweierfläche nur auf der innenliegenden Seite eine Blockreihe. Hier draußen lassen wir es einfach so glatt, wie wir es haben. Dann wollen wir gleich weitermachen mit der nächsten Reihe. Da nehmen wir jetzt unsere Steinziegeltreppen. Die platzieren wir einmal auf der Vorderseite und dann nochmal auf der Rückseite. Sobald wir das haben, können wir die einmal zu beiden Seiten nochmal verbinden mit einer Blockreihe. Danach geht es dann weiter mit unserem Steinziegelblock. Da setzen wir jetzt hier einfach mal komplett 5 Reihen rauf. So, dritte Reihe, vierte und die fünfte Reihe. Ja, die wollen wir jetzt hier auch einmal auf unseren ganzen Steinziegelsachen hier einmal langziehen. In der Etage wollen wir natürlich auch gleich noch ein paar Fenster reinhauen. Wir fangen auf der Vorderseite an. Wir schlagen jetzt hier einfach mal ein 2x3 Fenster einfach mal rein. An der Seite einfach eine Blockreihe lassen. Dann lassen wir eine Blockreihe und schlagen mal hier ein 3x3 Fenster weg. Wieder einen Block lassen und wieder ein 2x3 Fenster. So, so viel schon mal zur Vorderseite. Kommen wir noch zur Rückseite. Hier wollen wir eigentlich nur 2 Fenster machen. Wir lassen jetzt an der Seite einfach 2 Blöcke Platz und schlagen hier einfach 2x3 Fenster rein. So. Wir wollen natürlich das auch hier wieder in der Innenseite ein bisschen dicker bauen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier unsere Steinziegelblöcke und verstärken die Wände einfach mal noch hier auf der Vorder- und Rückseite um eine weitere Reihe. Sobald wir das erledigt haben, geht es wieder weiter mit unseren Steinziegeltreppen und Blöcken. Und hier machen wir wieder so einen Abschluss, dass wir jetzt auf der Vorder- und Rückseite einfach unsere Treppen platzieren und die Seiten hier wieder einmal verschließen mit unseren Blöcken. Wir bleiben dann immer noch bei unseren Blöcken, fangen auf der Vorderseite an, hier bei der Treppe und ziehen jetzt hier einfach mal unsere Blockreihe komplett hier einmal so lang. Außer auf der Vorderseite, da lassen wir es einmal offen, denn hier erweitern wir es dann vorne nochmal um einen weiteren Block und ziehen den einfach mal noch zur anderen Seite. Dann schnappen wir unsere Stufen, können einmal hier hinter eine Stufenreihe platzieren und die setzen wir hier noch einmal ringsrum. So, schön auf jeder Seite. Wollen danach dann noch einmal das hier erweitern mit 2 Treppen hier vorne an unserer Erhöhung, die wir hier haben. Und darauf setzen wir dann nochmal eine weitere Stufenreihe hier einmal so lang.
Und schon kommen wir zu unseren Andesit-Treppen. Hier wollen wir eigentlich immer so einen Wechsel machen, dass wir hier einfach gleich neben unserer Treppe einfach eine Treppe setzen und darunter eine Stufe. Wir lassen dann immer dazwischen einen Block Platz und sollte dann perfekt aufgehen hier zur anderen Seite. Wenn wir das dann soweit haben, wollen wir immer noch was machen und zwar fliegen wir einmal in unser Gebäude rein. Und zwar müssen wir hier auch nochmal was verstärken, das haben wir gerade nicht gemacht. Schnappt euch euren braunen Zement einfach und verstärkt hier nochmal die Wände so ein bisschen. Weil wir wollen ja hier noch, zack, einfach ein paar Fenster uns reinbauen. So, das lassen wir mal. Hier weiter oben, da machen wir ja sowieso später eine Decke rein und dann, ja, verkleidet sich das ja von alleine. Damit wir jetzt auch ein Loch hier mal stopfen können hier vorne, nehmen wir einfach mal glatte Sandsteintreppen zur Hand und die wollen wir jetzt einfach mal hier vorne einfach mal so rein platzieren, dass sie hier den Raum einfach mal füllen. Wunderbar. Ja, dann kommen schon wieder die nächsten Blöcke und zwar holen wir jetzt einfach mal uns ein bisschen hellgrauen Beton raus, glatte Steinstufen, Granitmauern empfehle ich euch, genauso wie grüner Beton. Als Glasscheiben heute empfehle ich mal die ganz normalen durchsichtigen, aber ihr könnt auch gerne irgendeine nehmen mit Farbe, wenn euch das gefällt. Dann holen wir uns noch eine Schwarzeichentür raus, passen dazu dann noch die Treppe und polierte Schwarzstein, was ist das hier? Schwarzstein, Ziegelstufen und dafür nochmal die Treppen. Kommen wir mal erstmal zu dem Block, den wir am meisten brauchen und zwar hellgrauen Beton. Wir fangen erstmal auf der Dachebene einfach mal an. Und zwar setzen wir gleich hinter unseren polierten Stufen, die wir hier haben, einfach mal diese Blockreihe hin. Und damit können wir auch eigentlich hier oben einfach mal das Dach einfach mal ausfüllen. Sobald wir es denn hiermit auch verschlossen haben, geht es jetzt weiter mit unseren glatten Steinstufen. Die verwenden wir eigentlich hauptsächlich für unsere Fenster. Da setzen wir die einmal unten und oben hin. Das können wir hier einmal auf unserer Ziegelebene machen. Und auch hier unten können wir das einmal machen. Dann nehmen wir noch unsere Granitmauern und setzen es einfach mal an der Seite hier drei Stück hin. Oh, an der Seite hier auch so, drei Stück. Darauf an den Seiten könnt ihr dann hier einfach mal unsere Stufen platzieren. Und in der Mitte setzen wir einfach unseren grünen Beton hin. Dann fliegen wir einmal zur anderen Seite. Hier wollen wir natürlich auch nochmal unsere Stufen platzieren. Jetzt hier bei diesen Zweierfenstern mache ich die einfach mal oben hin. Und hier bei unseren Einer-Dreierfenster, zack, setze ich die oben und unten hin. Danach setze ich schon gleich mal einmal mir die Türen rein. So, Treppen einmal über die Tür, wunderbar. Gleiches Spiel können wir dann auch nochmal auf der Vorderseite machen. Schick. Gut, dann würde ich sagen, verbauen wir jetzt erstmal unser Glas. Das heißt, wir fliegen einfach zu unseren Fenstern. Und wir haben ja alles dicker gebaut. Das heißt, ihr setzt hier auch einfach zwei Glasscheiben rein. Ihr könnt auch gerne Blöcke nehmen, wenn ihr wollt. Aber ich finde, mit Glasscheiben sieht das doch ein bisschen besser aus. Und so verteilen wir die dann erstmal hier bei unseren Fenstern. Sobald wir es erledigt haben, unsere Fenster zu verkleiden, hier mit unseren Glasscheiben, können wir nochmal zur Rückseite und müssen hier natürlich jetzt hier noch gleich ein Dach aufsetzen. Dann nehmen wir jetzt einfach unsere schwarzen Stufen und Treppen zur Hand. Können wir eigentlich auch gleich erstmal die Treppen hier einmal hinsetzen. Ihr könnt sie gerne überstehen lassen, aber ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt hier jetzt gleich ein Gebäude anschließt. Von daher würde ich einfach sagen, machen wir nur die eine Seite, dass die ein bisschen übersteht. Die andere Seite lassen wir glatt, ne? Wie gesagt, da könnt ihr ja gleich das nächste Gebäude ransetzen. So, vor den Treppen setzen wir eine Stufenreihe hin und hinter der Treppenreihe natürlich auch nochmal eine weitere Stufenreihe. Wir können das Dach natürlich noch ein bisschen verstärken. Ich setze hier nochmal eine weitere Stufe unter und fertig. Da fällt mir gerade auf, wir könnten ja hier auch noch unseren Sandstein einmal langziehen, sonst hätten wir ja hier ein Loch. Nee, machen wir schon zu. Ja, dann bleibt nur eins übrig und zwar schnappt euch nochmal eure Steinstufen hier und dann fliegen wir auf die Vorderseite und zwar wollen wir ja später noch ein Schild hin machen. Und damit wir uns die Stufen nicht nochmal rausholen müssen, setzen wir einfach zwei Stück immer so schräg hier von diesem Dreierfenster oben einmal hin und unten. Denn nun wollen wir natürlich auch noch das Schild bauen. Da nehmt ihr dann einfach noch hier ein paar polierte Schwarzsteinmauern zur Hand. Die klemmen wir dann einfach mal hier einmal dazwischen. Davor setzen wir einfach mal eine weiße Betonreihe. Und dann kommen jetzt zwei Banners einfach mal zur Hand. Einmal so ein Sternbanner und natürlich noch ein Eisenkohlenbanner. Wie man sich die craftet, zeige ich dir jetzt. Thank you.
Am besten ist auch, wenn man sich die dann auf beiden Seiten macht. Und schon haben wir unsere Detektei schon mal von draußen sichtbar gezeigt. Also jeder weiß, hier ist unser Detektor drin. Wenn wir ein Problem haben, gehen wir rein. Aber innen drin müssen wir noch einiges tun. Und für den Start holen wir uns hier einfach Steinziegelmauern raus. Polierte Andesitstufen, denn Andesitstufen. Dann ein bisschen glatten Sandstein holen wir uns raus und polierte Andesitmauern. So, bevor wir hier gleich wildlos anfangen, hier alles zuzubauen, fangen wir erstmal an, uns einen Weg nach oben zu bauen. Dann nehme ich mir jetzt einfach mal meine Mauern. Obwohl, halt Mauern nicht gesagt, erstmal die Stufe. Und zwar habe ich mir das so geplant, dass es perfekt so nach oben geht. Wenn wir jetzt einfach mal hier hinten von unserem hinteren Fenster ausgehen, lasst mal zwei Blöcke so Platz, setzt mal hier eine Stufe hin. So, gleich davor der Stufe setze ich meine Mauer hin. Und jetzt müssen wir nicht zählen, jetzt setzen wir die einfach so Pi mal Daumen ein bisschen nach oben. Das ergibt sich schon von alleine. Und jetzt nehmen wir einfach unsere Stufen und formen uns hier so eine kleine Wendeltreppe. Die ziehen wir uns dann so lange nach oben, bis wir natürlich auf der Ebene sind jetzt hier von unseren Fenstern. Ah, guck, da fehlt noch eine. Und da habe ich gerade eben noch einen Block vergessen. Ich habe mir nochmal meinen grauen Beton mal rausgeholt, denn wir müssen ja hier auch noch einen Boden reinsetzen. Ihr könnt natürlich die Farbe eures Bodens natürlich noch aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal hier grauen Beton. So, den setze ich mir natürlich hier unter unserem Fenster und ihr seht ganz gut, das geht hier perfekt auf. Ne? Und dann kommt man hier auch super runter. Natürlich müssen wir uns das ja auch hier ordentlich machen. Ich nehme jetzt mir einfach noch ein bisschen meine Andesit-Stufen. Und zwar forme ich mir jetzt hier einfach an den Seiten, also mit den Stufen einfach mal ein paar Blöcke hin. Mache ich jetzt hier auf der Seite auch nochmal. Obwohl, mit Treppen kann man es auch mal besser darstellen, ne, dass es hier so passt. Na, ich gucke gerade hier, wenn wir hier dann noch eine Stufe platzieren, kommen wir auch wieder super runter. Ja, so können wir es lassen. So, dann haben wir hier oben schon mal unser Stockwerk. Hier können wir auch gleich die Decke reinziehen. Dann nehmt ihr einfach eure Andesitstufen. Und dann würde ich sagen, können wir ruhig darüber über unseren Fenster noch so einen halben Block lassen. Und ziehen hier einfach die Decke rein. Und ihr fällt auf, wir haben ja oben noch eine Blockschicht Platz. Das heißt, ihr könnt hier noch super Lampen reinbauen, wenn ihr wollt. Und die dann irgendwie von der Decke hängen lassen, ne? Gut, dann sind wir oben hier erstmal fertig. Kommen wir nochmal zur Treppe. Und zwar wollen wir die natürlich ein bisschen besser machen. Und zwar nehme ich jetzt einfach mal meinen glatten Sandstein und ziehe mir jetzt einfach mal hier oben meine Treppe. Nochmal so eine Sandsteinschicht einfach mal komplett lang. So. Darunter setze ich meine Andesitstufenreihe. Und dann sehe ich auch schon gleich, wo ich meine Decke unten habe. Denn jetzt hier, wo meine Andesitstufen ist, kann ich mir das hier einmal so lang ziehen. Und wenn wir jetzt hier noch sehen, ne, wir haben jetzt hier noch eine Stelle frei, können wir da auch unseren Sandstein nochmal hinnehmen. So. Das schön wieder alles zuzumachen. Hier vorne genau das gleiche. Über dem Fenster macht ihr einfach euren Sandstein hin. Ne, so wie wir sie hier haben. Und dann können wir jetzt hier überall perfekt unsere Decke einmal langziehen. Ja, das sieht auch gut aus. Ne? Jetzt kann man es natürlich noch einrichten. Aber bevor es noch geht, gucken wir uns hier nochmal ein bisschen die Treppe an. Man kann die natürlich immer noch ein bisschen bearbeiten. Man sieht ja hier, sag ich mal, wir haben ja hier auch Ziegelstein. Also könntet ihr theoretisch jetzt auch hier sagen, ich möchte mir jetzt hier noch so ein bisschen Ziegelstein machen als Dekoration, damit das hier zu der Seite passt. Oder ihr nehmt Andesit, ne, wenn ihr meint, das müsst ihr hier mit Andesit verkleiden. Ihr könntet auch sogar die Blöcke hier austauschen, weil wir bauen ja daneben noch später ein weiteres Haus hin. Das heißt, ihr könntet auch hier komplett überall Andesit euch verkleiden. Das würde man am Ende ja sowieso nicht mehr sehen. So, Blöcke habe ich mal weggemacht und dann wollen wir uns natürlich jetzt noch angucken, wie man sich natürlich seine Detektei natürlich noch gestalten kann. So, und schon haben wir es eingerichtet. Also man kommt natürlich jetzt hier einmal von vorne rein. Ne, so, hallo, ich habe einen Auftrag für meinen Detektiv. Hier gibt es einen schönen kleinen Wartebereich, ne, falls zu viele Leute natürlich irgendeinen Fall haben, ne, der gelöst werden soll, dann können sie hier warten. Ne, ein bisschen Dekoration kann man immer platzieren. Hier haben wir noch so eine kleine Küche, ne, falls man sich irgendwas machen will. Mülleimer ist natürlich auch dabei. Und dann kann man auch schon gleich mal nach oben gehen. So, und hier wartet dann auch schon unser Detektiv. Ha, wie draußen das Schild ist verrät, ein Eisengolem. Ja, da hier seinen Schreibtisch, ne, vielleicht nimmt er hier irgendwelche Befragungen auf, ne, was haben sie verloren oder pipapo, ne, und er schreibt sich auf und dann geht er gleich auf die Suche. Mit so einer großen Nase ist das bestimmt nicht schwer. Dann lassen wir unseren Detektiv mal weiterarbeiten, wir können uns nun noch mal ein bisschen umsehen. Gucken wir noch einmal hinten ein bisschen raus, ne, wie man es machen kann. Wir haben ja, sag ich mal, jetzt hier bei dem Fenster auch so eine kleine Stellfläche, das heißt, ihr könnt hier auch immer noch ein paar Pflanzen euch platzieren. Der Detektiv hat wohl vergessen, die hier zu gießen, ist bestimmt schon eingegangen, aber naja. Gut, dann haben wir an der Seite noch ein bisschen Platz, wenn man sich eine Mülltonne platzieren will. Und ansonsten kann man sich immer noch oben das Dach ein bisschen dekorieren. Ne, ein paar Lüftungsanlagen kann man sich raufbauen, wenn man möchte. Oder hier vielleicht sogar einen kleinen Wassertank. Da ist sogar Wasser drin. Na, hab schon dran gedacht. Und dann haben wir schon wieder das nächste Gebäude hier. Unsere Detektei steht. Ich guck mal, was wir als nächstes hier in unsere Gasse bauen. Aber ansonsten war es das hier wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut rein und tschüss.